Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von JFS TV. Wir sind eure Moderatoren Lucy und Tobi. Hi, dieses Mal berichten wir über den Schulstreiktag hier an unserer Schule, das Kechele-Projekt der Klasse GJ1A und den Israel-Aufenthalt hier in Deutschland. Und zu guter Letzt das Top-Thema, das wird der Tobi machen, das Fischprojekt hier an unserer Schule. Viel Spaß. Schulstreik erhofft? Ich möchte eigentlich, dass die Verantwortlichen darauf aufmerksam werden, dass Veränderung in unserem Bildungssystem möglich ist und notwendig. Ich möchte, dass die Situation für jeden Schüler an jeder Schule erheblich verbessert werden, um eben von der angebotenen Bildung optimal profitieren zu können. War es deiner Meinung nach ein Erfolg? Also hat es was gebracht oder war es einfach nur Zeitverschwendung für euch, die das organisiert haben? Also wir haben jetzt ungefähr 150 Schüler gehabt, die auch aktiv, also das heißt sehr aufmerksam der Rede gelauscht haben, auch wirklich mit Transparenten ihre Meinung bekundet haben. Ich bin der Meinung, dass wir wirklich etwas bewegt haben, dass wir gezeigt haben, dass Veränderung möglich ist und Schüler nicht so unpolitisch sind, wie es immer der Meinung nach ist.
Ein Ereignis. Fast 2 Jahre lang wurde daran gearbeitet. Und jetzt vor 2 Wochen war die große Aufführung von dem Fischprojekt. Wir haben jetzt einfach mal die Schauspieler gesucht, die Mitarbeiter von den Lehrern und die Regisseure und Drehbuchautoren. Wir wollen jetzt einfach mal hineingucken und einfach das Feeling aufleben lassen. Dazu befragen wir jetzt unsere erste Schauspielerin, Lisa Leib. Also die Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, fand ich wunderschön, wirklich. Also man kam morgens erstmal in die Turnhalle, hat sich kurz den Tagesplan angeschaut, der von den Lehrern wunderbar vorbereitet worden ist. Man hat sich das angeschaut, hat gesehen, da und da bin ich dran, deswegen konnten wir das alles sehr schön koordinieren. Ansonsten, die Zusammenarbeit hat wunderbar funktioniert. Man hat mit Problemen immer zu den Lehrern kommen können, man ist immer auf die Schauspieler eingegangen, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also Leute, die Show fängt jetzt gleich an. Lawrence, dein Auftritt jetzt aber zackig. Und denk immer dran, was ich dir gesagt habe. Hey, du langsam musst mir doch nicht sagen, was ich zu tun habe. Langsam und deutlich sprechen, gell? Jetzt wartet ab. Jetzt kommt die Megashow. Applaus. Ja, endlich ist es soweit. Der lang ersehnte Abend ist da. Und, meine Damen und Herren, ich verspreche Ihnen nicht zu viel, wenn ich sage, dass Sie zu Recht so lange gewartet haben. Denn Sie werden neben brillanten Show-Acts und musikalischen Hochgenüssen eine Moderation der Extraklasse erleben. Mein persönliches Highlight, das ist schwierig. Also einmal natürlich das Rauflaufen auf die Bühne, das fand ich schon voll cool. Weil das werde ich bestimmt nicht so oft machen. Und dann natürlich auch die Drehtage. Die fand ich echt klasse, so am Set zu sein und mit den ganzen Leuten. Man denkt gar nicht, dass es echt so lange dauert, 3 Minuten Film aufzunehmen, aber es war echt cool, eine tolle Erfahrung. Also bei den Vorcastings, da muss jeder für jede mögliche Rolle halt einen Ausschnitt spielen. Also bei der Tommy-Rolle, da muss dann halt jeder den Blub-Witz erzählen mit den Fischen. Und ja, also ich hab's, da ist das erste Mal, war eigentlich die beste Rolle für mich und ja, es war einfach, hat passt. Am Anfang, da treffen sich 2 Fische und dann sagt der eine Fisch, der sagt halt Blub. Und dann kommt, also der andere Fisch, der sagt dann da auch Blub, Blub. Und dann kommt noch ein dritter Fisch dazu. Und der dritte Fisch, der sagt dann blub, blub, blub. Also wieder einmal blub mehr. Und dann sagt eben wieder der erste Fisch zum zweiten, du komm, wir gehen. Der redet uns zu viel. Das war so, dass die Tina ein Tilo, dass der Tilo eine Tina wurde, kam so, dass wir waren zwar schon viele Jungs, aber ich glaube, es hat nicht gereicht. Und dann haben sie einfach mal die Mädels auch vorsprechen lassen, weil die Rolle, da war es egal, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Und haben sie gemeint, ich hätte es
ganz gut gemacht und waren zufrieden so mit meiner Art, wie ich gespielt habe. Ich hätte in die Rolle reingepasst und deswegen wurde dann aus dem Tilo eine Tina. Du bist die Tina, ne? Ja. Du bist doch immer die ganze Zeit beim Lawrence. Wo ist denn der jetzt? Der wollte auf seiner Kabine seine Ruhe haben, der große Moderator, kennt schon. Ja, also man hat sich gut in die Person reinversetzen können. Man hat so, sobald es losging, Kamera-Action, war man so in so einem anderen Leben sozusagen. Man hat sich in die neue Person reinversetzt. War eigentlich ganz interessant, weil dann war wirklich alles ausgeblendet, wirklich was ganz Neues. Und dann kam Schnitt und dann warst du wieder die alte Person. Das war wirklich so Springen zwischen zwei Identitäten während dieser kurzen Zeit. Das war eigentlich ganz interessant. Ja, also das Drehwochenende, wie das war, ja. Also zuerst mal war es ziemlich lang, vor allem man musste immer ziemlich lang warten, bis man wieder dran war mit dem Drehen. Also die Drehpausen, die war immer der Hammer, hey. Da hast du immer nicht mehr gewusst, was du machen sollst und ja, ist ziemlich viel Zeit draufgegangen, aber man muss ja dann eigentlich so sagen, im Nachhinein, es hat sich gelohnt. Und ich meine, man kennt da ja auch die Leute, man hat dann mit denen geredet oder so, war eigentlich immer lustig und deswegen hat man die Zeit aber wieder schnell rumkriegt. Und klar, mit den Lehrern, die waren natürlich Best Friends. Von dem her, man da gute Connections so knüpfen können, so ja. Lawrence? Gott. Hilfe! Hilfe! Hilfe, verdammt, was ist passiert? Sag mal, spinnt der? Da kann doch da einfach nachliegen. Und guck dir mal die Sauerei an. Ey, sieh da! Aufstand da, aber zackig und los! Sag mal, Spenny jetzt! Da steht gar nicht auf! Lawrence! Eieiei! Jetzt ist Maria! Scheiße, Leute! Der ist schon verrückt! Ach, so etwas bisschen in meiner ganze 25-jährige Karriere als Raummanagerin oder lebt. Sind Sie sich da wirklich vollkommen sicher? Ja, freilich bin ich mir sicher. Da zappelt nichts mehr. Das ist ja wie am Samstagabend bei meinem Krimi. Auf die Bühne zu laufen, das war ein fantastisches Gefühl. Also ich war nicht so aufgeregt wie bei anderen Sachen, aber das war natürlich toll zu sehen, dass da so viele Leute da sitzen und mich halt sehen wollen und die Gruppe halt von uns, also das ganze Theaterstück, das war natürlich toll. Du seist genauso gut wie der Lawrence. Also jetzt ist die Zeit, dich zu beweisen. Geh raus auf die Bühne und kündige die Tanzgruppe an. Ja, jetzt wo Lawrence tot ist, kommst du zu mir angekrochen. Ich konnte mich doch noch nicht mal vorbereiten. Mein Highlight an dem Abend, ja, das hat sich eigentlich immer so zugespitzt. Es fing ja an mit meinen Moderationen und da stand man ja alleine eigentlich auf der Bühne. Und das eigentliche Highlight war dann mit den Homo-Fürsten am Schluss dann aufzutreten und dann natürlich den Beifall zu genießen. Das war eigentlich mein persönliches Highlight.